Die Bretter, die die Welt bedeuten, sind ziemlich morsch, meine Liebe. Hast du eigentlich schon so einen Probenplan oder irgendwie sowas? Nö, Derek wollte mich in den nächsten Tagen mal anrufen. Oh, wie es aussieht, vermisst er mich schon. Ich habe eine Nachricht in der Mailbox von ihm. Heute Nacht gehörst du aber mir. Mann, der ruft dich ja jetzt schon ständig an. Obwohl du noch nicht mal die Gage verhandelt hast. Also du musst dir echt eine neue Agentur suchen. Du bist einfach zu nett. Den Blick mag ich gar nicht. Er hat abgesagt. Wie? Abgesagt euer nächstes Treffen, oder? Nein, die Show. Ich bin raus. Ich will gar nicht wissen, was ihr gestern hier getrieben habt. Jedenfalls nicht das, was du gerade denkst. Wie läuft das Coaching mit Marlene? Also, ich bin super und ich hoffe, sie auch. Und da kommen sie auch schon. Im Doppelpack. Ja, ich bin sofort da. Tschüss. Die Prototypen für die neue Kollektion sind da und ist alles okay? Ja. Hey, ist ja nicht meine erste Absage. Tauschen. Okay. Leonie! Und. Hey. Sag schon. Hat nicht geklappt. Oh, verdammt. Tja. Weißt du, als Sängerin musst du mit solchen Niederlagen rechnen. Und die beste Art, mit einer Absage umzugehen, ist weiter singen. Oder den ganzen Frust deiner Schülerin auslassen. Da wäre ich eher dafür, wir machen aus der Absage einen Song oder sowas. Ja, das ist die noch bessere Idee. Tristan, können wir nach den Feiertagen ins Studio? Klar, ist alles gebucht. Wir können noch vor Silvester loslegen. Also seht zu, dass ihr bis dahin den Song drauf habt. Und Marlene, mach dir nichts aus der Absage. Du weißt doch, wie die Kölner sind. Was interessiert ihr Geschwätz von gestern? Ich habe dir nie gesagt, dass das Vorsingen in Köln stattgefunden hat. Du hast da angerufen. Und du hast mich beim Intendanten schlecht gemacht, nur damit ich diesen Job nicht bekomme. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du damit durchkommst, oder? Du wirst da jetzt anrufen und deine Lügen zurücknehmen, hast du verstanden? Ich fürchte, ein Anruf wird da nicht reichen. Was meinst du damit? Ich meine damit, dass ich nicht nur in Köln angerufen habe, sondern auch bei so manch anderem Intendanten. Und was hast du denen gesagt? Die Wahrheit. Dass du nichts weiter bist als ein erotisches, notgeiles Flittchen. Ich hab dir gesagt, dass ich dich fertig mache. Ich meine, die kennen dich, viele haben mit dir gearbeitet. Das ist doch total offensichtlich, dass Tristan dich aus gekränkter Eitelkeit schlecht macht. Zeit nach der Vergewaltigung, da konnte ich nicht mehr auf die Bühne. Tristan hat mir das im Nachhinein als Unzuverlässigkeit ausgelegt und sowas kann sich kein Haus von seiner Hauptrolle leisten, was die ganzen anderen Geschichten betrifft. Und du hast mitgekriegt, wie mich die Presse in letzter Zeit durch den Kakao gezogen hat. Also er nutzt jetzt nicht im Ernst die Vergewaltigung, um dich fertig zu machen. Doch, und er hat damit Erfolg. Die Saison ist für mich gelaufen. Dann gehst du eben von Intendant zu Intendant und stellst deinen Ruf wieder her. Rebecca, du kennst die Branche nicht. Es ist vorbei. Aber was willst du jetzt machen? Als erstes gehe ich zu Leonie beim Gesangsunterricht. Bitte, Marlene, gib nicht so schnell auf. Tristan hat gesagt, dass er mich fertig machen wird. Und in dem Fall sitzt er leider am längeren Hebel. Das werden wir ja noch sehen. Jessica? Hi! Ich sollte auf die Prototypen aufpassen und wollte Ihnen gerade dir vorbei. Du, ich muss nur mal los. Eine dringende Familienangelegenheit. Es geht nicht. Wie, das geht nicht? Ich soll so lange warten, bis du da bist. Sonst kann ich nicht in die Pause. Ich brauche doch diese Prototypen erst morgen. Also wenn mich jemand sprechen will, ich bin nicht erreichbar, ja? Tristan?
Wir müssen reden. Bist du im Bad? Bist du, geht's dir gut? Ja, schon. Aber was ist mit dir? Ich war bei LCL und wollte dich besuchen. Die haben gesagt, du bist aus familiären Gründen nach Hause gegangen? Ich habe mich nur kurz hingelegt. Rebecca, ich bin in der Orangerie und du bist nicht hier. Du bist bei Tristan, stimmt's? Er nimmt mich nicht ernst. Rebecca, was hast du vor? Rebecca? Du, ich komm gleich rüber, ja? Hey! Ich hab dir gesagt, du sollst ihn in Ruhe lassen! Sag mal, bist du taub? Bist du taub? Ich rede mit dir! Du solltest deine überschüssige Energie bis an deine Freundin auslassen. Die steht auf sowas. Was soll das werden? Willst du das jetzt klären, wie unter Männern? Arsch! Bis heute hatte ich wenigstens noch einen Funken Respekt vor dir. Aber was du dir jetzt geleistet hast, ja, das wirst du bereuen. Okay, ja. Der Zwergenaufstand ist ja ganz nett, aber vielleicht kommst du endlich mal zum Punkt. Hör endlich auf! Beide habt euch wirklich verdient. Ich hätte nie gedacht, dass mein eigener Bruder mich mal so weit treiben könnte. Es ist ja nichts passiert. Aber eins ist ziemlich klar geworden. Wir brauchen nicht länger auf Tristans Verständnis zu hoffen. Ja, das hat er deutlich bewiesen. Er weiß, dass ich nicht zu ihm zurückkehre und deshalb versucht er, unsere Beziehung zu zerstören. Wir müssen ihm zeigen, dass er das nicht kann. Wir müssen ihm zeigen, dass jede seiner Aktionen uns nur noch mehr zusammenschweißt.